Verständnis im Spiel, glaube ich, das haben wir durchaus beide. Und von daher sollte das doch soweit klappen. Und da startet das Halbfinale der DreamHack Winter 2012. Auf Ohana haben wir jetzt in der linken oberen Ecke in Rot Liquid Stasia. Und in der rechten unteren Ecke von Team Acer in Blau Nurchio. 0:0 natürlich der Stand. Ganz, ganz frisch das Duell. Und mit Ohana nochmal eine wirklich sehr interessante Map. Also ich habe noch in Erinnerung, im August war es zu Gamescom, die Intel Extreme Masters, MVP gegen Nurture im Finale. War auch ein TVZ und genau, das hatte ich nämlich auch zusammen mit Hasuops gecastet für die ZDF, für das ZDF, deswegen weiß ich das noch ziemlich genau. Das war halt auch eine der Maps, die beispielsweise Nurture gewonnen hat. Und da habe ich auch, also hat man auch gesehen, wie stark Nurture durchaus ist und dass er auch durchaus mit einem top-koreanischen Terraner mithalten kann. MVP damals, der vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als Teja damals war. Jetzt ist die Frage, ist Teja vielleicht stärker? Ja, also Teja momentan wirklich absolute Hochphase. Also Einer der stärksten auch die Terraner Splits, die wir vielleicht. so die letzten Tage gesehen haben in den Gruppenphasen, das war schon ja wahnsinnig gut. Und das ist, glaube ich, auch sowas. Da ist letztlich, würde ich sagen, eine Chance für Nurture, weil Fangirl ja so ein bisschen das rausnehmen kann, dieses Marine Micro. Ja. Aber andersrum traue ich Teja eben zu, den Fangirls auszuweichen und dann wird es Ja, natürlich schwer. richtig, richtig. Stichwort Fangirl ausreichen. Es ist ja ausweichen. Es ist ja momentan so ein bisschen Diskussion, dass Fangirl wieder so projektilförmig vielleicht wird. Das heißt, da könnte man dann durchaus das Ganze dodgen. Ja. Was war ja zwischenzeitlich mal eine Zeit lang auch Ja, ich finde das getestet. eigentlich eine super Sache, muss ich sagen, weil das halt letztlich einfach Micro belohnt. Wenn man da gut reagiert, dann ja, läuft es eben besser. Kannst du einen Storm Andererseits ist es aufdodgen, so schon gesehen. ein heftiger Nerf. Ja, das Da stimmt. wird dann an einigen anderen Schrauben drehen müssen. Insofern, ja, fände ich eine gute Sache, aber wird auch ganz schön viel Änderungen bedeuten. Was ich bei Tayshia halt immer wieder beeindruckend finde, wie der halt mit den Marines auf der Karte ist. Also er fängt hier den Overlord direkt ab. Nurture sieht zwar die Echse, aber ich denke, den Overlord wird er hier verlieren. Er ist nicht direkt, ja, vorbei. Wenn er mit dem Marine jetzt außen rumgelaufen wäre, dann vielleicht noch. Ja, aber ich glaube, er kann sich jetzt da nicht raustrauen, obwohl der Pool ist jetzt erst fertig. Naja, also wahrscheinlich hätte er ihn auf jeden Fall nicht mehr gekriegt. Ich nehme auch an, dass Nurture das schon so oft probiert hat, Okay. dass er weiß, dass er das hinkriegt. Ich hatte auch gedacht, es kommt noch ein zweiter Marine Zeitner raus, aber das, naja. Das könnte tatsächlich ja sein, dass er jetzt so eine kleine Information gekriegt hat, wobei natürlich die Echse sehr früh ist und dann Bei 16, glaube ich, schon war die da. die logische Konsequenz ist, dass nicht so viele Marines da sind. Aber ich denke schon ein bisschen riskant von Nurture, den Overlord da direkt hinzufliegen. Aber gut, die Was? Scouting-Info war sicherlich wert. Ja, und was wir jetzt von Taylor schon ganz, ganz häufig im Turnier gesehen haben, das ist halt ein Unterschied zum Beispiel zu einem MVP, der ist auf dieser Map dann mit Double Barracks gestartet. Taysha startet halt, wie so oft in diesem Turnier, in einer sehr, sehr schnellen dritten, aus einer Barracks, dann das Double Gas hinterher, wird dann taggen. Also ist eigentlich super, super anfällig für so einen frühen Push. Und dabei ist Nurture auch gar nicht so der Typ, der unbedingt in jedem Spiel so früh rauspusht, sondern auch so ein typischer Makro-Zerg schon immer gewesen. Sehr, sehr cheese-sicher. Das hat dann, wie gesagt, so ein MVP auch zu spüren bekommen. Aber da sind auch schon die ersten Dinge jetzt. Und ja, durchaus kann man das bestrafen. Oder könnte man es bestrafen? Ist halt die Frage, ob Nurture das richtig liest und ob er das überhaupt möchte. Selbst nimmt er jetzt Double Gas und. Na, wir hatten ja bei Stefano gegen Teja schon darüber gesprochen, dass Stefano durchaus versucht hat, das ein bisschen zu punishen, aber ja, das nicht so richtig heftig durchgezogen Ja, hat. richtig, nicht Hat mit Roaches zwar kleine Pushes gemacht und auf jeden Fall ein bisschen Schaden gemacht, aber letztlich waren dann die 5-6 Roaches, die er gebaut hat, immer nicht genug, um ja letztlich sich dann richtig bezahlt zu machen. Und Teja konnte das eben immer genau gut genug abwehren, dass er dann trotzdem vorne war. Ja, die Frage ist halt, also was will man genau machen? Donkt man da jetzt voll rein? Es gibt durchaus so ein paar All-Ins, die ein Zerg auch auspacken könnte. Auch über drei Basen beispielsweise. Vielleicht wäre es wirklich gut, eine schnelle dritte zu setzen. Aber das Problem ist, oder was daran tricky ist, dadurch, dass Tayshia halt auch gleichzeitig sehr schnell taggt, hat er die Head-Ins dann. Und es ist, ich meine, der Zerg-Spieler braucht sehr, sehr lange, um diese Rocks hier wegzubekommen. Das heißt, man hat durchaus ein Zeitfenster, hier mit den Head-Ins Schaden zu machen. Und vor allem, man sieht sehr viel Platz hier.
wirklich mit den Hellions auch zu arbeiten. Und deswegen, wir haben es ja auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt auf Ohana, ist der Creed Spread sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin wirklich jetzt auch einfach gespannt. Nurture ist ja vom Spielertyp ein bisschen anders als der Fahne und ich könnte mir vorstellen, dass er eine andere Reaktion letztlich parat hat. Ich bin sehr gespannt, ob er jetzt gleich Roaches baut. Der Roach Warren kommt zwar, aber das ist ja eher so eine Sicherheitsvorkehrung, weil es muss ja noch lange nicht heißen, dass er tatsächlich welche baut. Und bis jetzt sehen wir wirklich, dass er nur den Drone-Knopf durchgedrückt hat. Und ich glaube, dass die Linge da reingelaufen sind und mit sehr wenigen Marines konfrontiert waren, war schon eine ziemlich eindeutige Scouting-Info für ihn. Ich finde auch Nurture hat so einen unglaublichen Game-Read. Also bei dem bin ich immer wieder perplex eigentlich, was der alles rauslesen kann mit minimalsten Informationen. Also ein Spieler, der über sehr viel Erfahrung verfügt einfach und wo es nur ganz schwer ist, ihm X von U vorzumachen oder so. Tatsächlich baut er jetzt 3 Roaches. Das sind weniger, als wir jemals von Stefano gesehen haben. Und das ist genau das Timing, wo die 4 Hellions auf seiner Webseite ankommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich die Replays von Tasia gegen Stefano sehr genau angeguckt hat. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr sicher gegen diese Mini-Aggression. Die Frage ist jetzt letztlich, was er weitermacht. Und der drückt nochmal 10-mal auf Drohne. 12-mal sogar. Ja, man hat ja manchmal bei Zerg so einen Eindruck, die brauchen immer nur so einen Knopf, Drohnen-Roaches. Mhm. Je nachdem, was parat ist. Was mir aber gut gefällt, ist, dass er hier sehr schnell auf Infestoren taggt. Hat auch eine Menge Queens halt gebaut, 4 Stück insgesamt. Dass so eine Banshee da nicht ganz so viel machen kann. Wir sehen diesen Hellion-Banshee-Style einfach, wie wir ihn häufig sehen, aber nicht into Mech, sondern eben mit den Bio-Upgrades 1-1 Steam. Und damit fährt er halt nicht diesen MVP-Style, sondern eher diesen mobileren Style, wie wir es schon heute häufiger auch gesehen haben, auch gegen Forsane beispielsweise. Das war ja Mech gegen eine sehr mobile Armee von Tasia. Und ich finde, das kommt auch seinem Spielstil ab, wo er dieses sehr, sehr starke Micro auch einfach hat, um das auszunutzen. Ja. Ganz interessant finde ich, dass er überhaupt nicht aggressiv wird mit den Hellions und der Banshee, sondern wirklich nur versucht, den Creepspread einzudämmen, einfach um letztlich seine Timing-Pushes dann ein bisschen effektiver durchführen zu können. Und ja, letztlich auch nicht erwartet, hiermit Schaden machen zu können. Ja, also Timing-Push selber und auch die von Nurture so ein bisschen zu denyen. Auf der anderen Seite will er ihm natürlich nicht die Sicht auf die Karte auch geben. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nurture kann aber mit den Roaches hier gar nicht so weit raus eigentlich. Wir haben die Banshee da und die trellert immer weiter drauf los. Er schaut hier, sieht die Armee, muss wieder zurück. Und das wirklich 5 oder 10 Sekunden vor Stimpack, also ja, rechtzeitig. Mit dem wäre das schon ein bisschen unangenehmer geworden. So war es aber natürlich super. Er weiß jetzt genau, was passiert. Er weiß die Tanks, er hat die Armee gesehen. Er weiß, dass das nicht mit Mech zu tun hat, was wichtig ist. Mhm. Das heißt, er wird jetzt nicht so viele Roaches bauen, weil er auch die Marauder gesehen hat, weil er die Tanks gesehen hat. Dafür 2-2 Upgrades, Infestoren. Also genau, da rechts greift jetzt die Armee von Tasia seine Map-Hälfte an. Gerade rechtzeitig ist aber die Infestation-Kit und das Upgrade fertig geworden. Und ja, die ersten Infestoren sind im Bau. Ja, der Creep slowt das Ganze auch so ein bisschen down, einfach weil Tasia hier diesen Creep eindämmt. Damit zu kämpfen hat, ist dieser Push auch schon so ein bisschen delayed. Jetzt verliert Nurture die Queen und Tasia sieht sofort die zweite, weiß natürlich, eine Banshee gewinnt gegen eine Queen, gegen eine zweite dann nicht mehr. Und deswegen muss er sofort wieder zurück. Hat sich jetzt Nurture ein bisschen verkalkuliert da vorne, aber ganz, ganz wichtig, dass er diese Basis nicht canceln muss, sondern dass sie durchgekommen ist. Also es war schon ein bisschen ärgerlich, aber damit ist er dann doch noch zufrieden, denke ich. Der Creepspread wurde ganz schön eingedämmt zwischendurch, aber er hat immerhin hingekriegt, dass er bis zum Watchtower halt ganz gut kommt und das ist ja so die Position, um die es oft dann geht. Was ein bisschen fehlt, ist der Creepspread zur vierten. Da könnt ihr dann ein bisschen Probleme kriegen. Allerdings wird natürlich jetzt die Hedge fertig und entsprechend verbreitet sich da der Creep. 2-2 Upgrades sind noch nicht fertig. Der Hive ist jetzt in Bau. Also auf den Link ist das 2-2 noch nicht fertig. Und aber auch auf die Army von Tasia noch nicht. Also beide mit 1-1. Wir haben die Infestoren. Tasia stellt sich aber, finde ich, sehr, sehr schön auf mit den Tanks auch. Man sieht direkt, wie so eine Blume geht das auseinander und dann steht er da und die Position ist an sich gar nicht mal schlecht. Nurture aber auch jemand, der das gerne versucht auszuhebeln. Aber so wie Tasia da steht, gibt's da auch nicht viel auszuhebeln.
Also einen Fungal bringt es jetzt halt nicht und überhaupt. Jetzt haben wir den Drop in der Main Base. Da sieht er natürlich den Hive-Tech. Und hier steht jetzt gar nichts. Da müsste er die Dinger eigentlich abziehen. Das kostet Drohnen. Das deckt er halt nochmal. Versucht diese da irgendwie zu retten. Die Linge drauf. Und gleichzeitig Nurture mit dem Push auf Teshas Armee. Aber die steht hier viel zu gut verteilt. Immer noch der Drop nicht geklärt. Das hat einiges an Drohnen gekostet und er kann vor allem die Marines noch retten, konnte die Position hier verteidigen. Also bisher läuft es ganz gut für den Koreaner. Von Nurture jetzt 3-3er Upgrades, Adrenal Glances und auch das Ultra des Kevin. Und interessant, Teja jetzt mit Double Starport. Ja, das war ein bisschen ärgerlich für Nurture. Er hatte gerade die 2-3 Upgrades fertig, während der Terraner sie noch nicht hatte, wollte also jetzt kurz den Kampf suchen. So. Wurde aber abgelenkt und konnte dann da nicht effektiv kämpfen. Oh, 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 Teja zieht sich zurück, also pusht das Ding hier nicht ganz zu Ende, wobei er immer noch einen Rawdon Hellion hat, sondern hat jetzt erstmal größte Nöte. Die Linge sind durch, dran an den STDs, die Infestoren mit dabei und jetzt zieht er dann doch wieder nach vorne. Ich weiß nicht, ob Teja da ein bisschen viel Zeit verschenkt hat in die eine oder andere Richtung. Die Hatchery ist down, die auf der anderen Seite natürlich auch Nurture nicht verteidigen konnte und der muss jetzt zurück, der muss mit den Lingen zurück, der muss mit den Infestoren zurück. Hat hier, ja, nicht, hat doch einiges an STDs auch bekommen. Aber diese dritte darf er eigentlich nicht verlieren. Und da die ersten Infestoren in das Tankfeuer rein. Die Hatchery steht noch. Und Teja in einer ganz komfortablen Position jetzt. Wobei er von Creep noch surrounded ist. Also momentan hätte Teja noch die Chance drauf zu gehen. Und das macht er auch. Er setzt hier den Fangel. Teja immer noch sehr gut verteilt. Jetzt die Eier drauf, die Linge drauf und die Roaches. Wird das Ganze reichen. Nurture hart im Supply gedroppt. Produziert direkt nach, die Infestoren verliert er nicht, dank Borrow. Und die haben auch noch Energie und so kliert er diesen Push von Teja. Und dann sieht es wieder gar nicht mal so schlecht aus für den Polen. Der sich ja im Übrigen im polnisch-polnischen Duell durchgesetzt hatte. Ich habe es heute schon gesagt, es waren sehr interessante Duelle, polnisch-polnisch. Dann hatten wir die beiden europäischen Proto-Spieler gegeneinander. Evil Geniuses gegen Team Liquid. Und Snoot, also Europa gegen Korea. Da ja, es gab wirklich einige spannende Storylines in dem Turnier. Ja, und Teja gegen Nurture haben jetzt, soweit ich weiß, noch nicht so eine bekannte Storyline, aber was nicht ist, kann auch werden. Und wie schon gesagt, wir sind Nurture-Fans, weil es eine Storyline zwischen Nurture und Monchi gibt. Und ich glaube, das wäre für Monchi der schönste Finalgegner. Aber soweit sind wir noch nicht. Da steht auch noch erst das PvP mit Hero im Raum. Und auch hier sind wir auf Map Nummer 1. Nurture mit Ulis, wie man sie oft hat auf Ohana. Ja, letztlich hat er es vor allem jetzt geschafft. Also Teja hat einen Vorteil, das ist der Creep-Spread, den er jetzt wirklich komplett eingedämmt hat. Andersrum ist es allerdings so, dass er in den Upgrades noch weiter hinten ist, einfach vom Timing her. Aber Nurture ein relativ langes Zeitfenster hat, wo er bessere Upgrades hat und das ist jetzt angefangen. Und das wird er natürlich versuchen zu nutzen, zumal Teja wieder quasi den Broodlord-Counter mit den Ravens holt und für die Ultras nur so mittelmäßig präpariert ist. Er hat, glaube ich, kaum Marauder dabei. Ja, 4 Stück, aber sehr viele Marines sind das natürlich anfällig gegen die Infestoren von den Nurture. Und gerade da in der vierten kann Nurture ihn eigentlich nicht angreifen. Und dadurch, wie gesagt, dass der Creep-Spread so stark eingedämmt ist, hat Nurture nicht seine mobile Armee auszunutzen und drumherum zu laufen und wieder wie vorhin auf die dritte oder die Natural zu gehen. Was mir gut gefällt, ist im Übrigen der Sensor-Tor. Wir sehen Hunter Seeker Missiles, 3-3er Upgrade schon. So ein schönes Makro-Game, das wir haben. Nurture muss sich einfach aufteilen. Der weiß halt nicht, der hat nicht diesen Sensor-Tower. Und der hat auch den Creep nicht, wie du schon mehrfach erwähnt hast. Nimmt jetzt das Baning-Nest, was ich interessant finde. Also die Linge dazu Baning zu morphen, gar nicht mal so dumm bei so vielen Marines. Ja, also er hat ganz schön viel Gas auf der Bank und seine Armee ist ja gemaxt. Also wird versuchen, einfach letztlich mehr Qualität in die Armee zu bringen. Und da er schon sehr viele Linge gebaut hat, ist natürlich der nächste Schritt, Baninger, dann noch Baninge zu haben. Insbesondere gegen die vielen Marines. Genau, also da könnte das durchaus was werden. Schön der Fangel hier vorne, tötet die Einheiten aber nicht und wir haben eine Menge Medivacs. Also das heißt Energie gegen Energie getauscht im Endeffekt. Mhm. Wobei ich glaube, die Medivacs haben da noch den besseren Tausch gemacht, weil die noch viel, viel mehr Energie haben. Und jetzt sind die Raven da, versuchen diese Basis zu resten. Aber die Infestoren, die Roaches können das klären. Und Nurture geht drauf auf die Basis hier vorne von Teja. Der hat die Planetary Ultralisten da vorne, die Wailinge dazu. Crushen die das Ganze jetzt. Er zieht sie zurück. Hat Glück, dass er noch nicht draufgeschossen wurde. Denn das wäre teuer gewesen. Dazu der Push von Teja auf die dritte von Nurture. Der muss jetzt zurück. Er muss das jetzt klären. Vor allem Teja hier in einer Position, wo Nurture ganz, ganz gut von hinten reinlassen könnte. Aber Wailing Speed ist noch nicht fertig. Und darauf möchte er natürlich noch warten. Die Frage ist, hat er die Zeit? Denn Teja
stellt sich jetzt richtig, richtig gut auf. Trotzdem gilt es natürlich nicht zu überstürzen. Ja, Benji wirklich nur noch einige Sekunden entfernt. Viele Overlords jetzt gestorben, also Nerdtür ist längere Zeit zum Preistag. Er muss das unbedingt sehr effektiv clearen jetzt. Er ist allerdings sehr gut aufgestellt und seine Armee ist sehr, sehr stark. So, und jetzt geht's drauf, jetzt wo Baning Speed durch ist. Von allen Seiten versucht der Taser hier zu vernichten, das gelingt auch. Hat eine Menge verloren, ist immer noch Supply Stack. Beide auf gleichem Supply. Ähnlicher Worker Count. Nurture konnte aber eine Basis mehr behalten, als Taser das konnte. Und bewegt sich gerade weg, wo der Raven den Auto-Schild nochmal setzt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber dass er es geschafft hat, die vierte zu denyen, ist natürlich extrem wertvoll. Insbesondere, weil der Terraner natürlich mit seinen Mules die Basen schon sehr, sehr stark abgearbeitet hat und wahrscheinlich nur noch eine laufende Ecoline hat. Wie sieht das aus bei der Natural? Ja, ja, das geht zu Ende. Insofern relativ wenig Income jetzt für Taser. Er wird noch einmal eine starke, schlagkräftige Armee zusammenkriegen. Und wenn Nurture das wieder abwehren kann, sieht es auf jeden Fall gut aus. Die vierte konnte jetzt weiterhin denyen. Man muss auch sagen, er hat eine Menge Supply in Medivacs, 10 Stück. Das ist auch nicht zu beachten. Allerdings ist die Armee jetzt sehr viel besser aufgestellt von Taser. Hat sehr viele Marauder dabei im Vergleich zu vorhin. Und ja, da sind weder die Bandinge noch die Ultras besonders effektiv. Das ist aber genau das, was er, was Nurture nachbaut. Auf der anderen Seite aber auch weniger DPS. Das ist natürlich richtig. Wobei gegen die Ulis natürlich gut, aber... Die Linge könnten natürlich den Kampf dann wiederum gewinnen. Ja. So, jetzt geht's hier nochmal drauf für Nurture, bevor die Tanks da wirklich komplett fertig sind. Mit Linge Banes, die Ulis räumen die Tanks ab. Und das sieht jetzt auf einmal ganz schön gut aus für den Bolt. Ganz, ganz wichtig, den Kampf hier zu gewinnen und damit die Map-Controller an sich zu reißen. Und er will noch weiter, die Ulis halten eine Menge aus mit 500 Hitpoints. Ja, da muss er jetzt nochmal weg, möglichst wieder auf seinen Creep kommen und sollte möglichst keine Ultras verlieren. Hat aber weiterhin die vierte Knight und damit sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Und er kann jetzt gleich alle Medivacs fangeln. Hat leider genau die nicht erwischt, die vollgeladen waren. Interessanterweise hat er sich dann auch direkt entschieden, nicht drauf zu gehen. Klärt anstattdessen jetzt die neue Armee von Taser. Ja, und da sind keine Banelinge bei. Glück für ihn, aber er kriegt ja nochmal den Fangel am Depot dran. Dieser Bolt Circling verhindert sehr effizient, dass da nicht gelandet werden kann. Der Fangel war wirklich wahnsinnig gut. Er wurde quasi genutzt wie ein Force Field, sodass Taser mit seiner Armee nicht rauslaufen konnte und ihm auf dem Rückweg nicht noch weitere Units abgenommen hat. Und so ist jetzt Nurture bei 160 Supply. Auf zwei laufenden Basen, nämlich der vierten, auf drei sogar, der dritten, vierten und fünften. Und der stärkeren Armee momentan. Also, allerdings hat er wenig Worker. Ja, wenig Worker. Und jetzt nochmal nach vorne. Schöner Split vom Taser. Und da landen die Banelinge und der Fangel kommt hier tatsächlich auf die Medivacs drauf. Erwischt hier einiges. Die Medivacs sind noch nicht gefallen. Jetzt nochmal der Fangel und da geht einiges kaputt. Beide Spieler droppen hier hart im Supply. Nurture will unbedingt jetzt die Economy clearen. Wir haben viele Marauder gegen die Ultralisten und weitere Investoren retten hier nochmal Nurtures Ultralisten, zumindest teilweise. Ah, da backt der eine so ein bisschen rum und ist dann doch nochmal des Todes. Ja, ich glaube, da wollte Nurture ein bisschen zu viel. Da wollte er es direkt ausmachen. Hat letztlich ein bisschen gegambelt, ob er alle Medivacs kriegt mit den Fangels. Das hat nicht ganz geklappt, aber es sind einige gestorben. Das heißt, dass Taser sich jetzt nicht mehr so gut heilen kann. Wenn Nurture jetzt seine vierte halten kann, würde ich mich festlegen, dass er das gewinnen sollte. Also die Medivacs würde ich auf jeden Fall repairen. Ich kriege da Panik, wenn ich sowas sehe. Vor allem, wenn Infestoren auf dem Feld aber sind. Die Linge jetzt saustark natürlich mit den entsprechenden Upgrades. 3-3 Advanced Glances gegen die Marauder. Unglaublich viel DPS und die Banelinge landen hier, machen die Planetary Down, nehmen ein paar SUVs dabei mit. Aber der Infestor hier mit voller Energie, dass er stirbt, ist natürlich nicht so elegant. Da borrowt er ein und verhindert damit, dass hier noch ein zweiter stirbt. Drop von Taser. Das ist jetzt entscheidend, diese Situation. Dieser Drop, den muss er möglichst effizient clearen. Sonst ist die Armee von Taser zu stark. So, drauf jetzt nochmal. Schön die Fangels, die Investoren in der Nähe. Und die Hatchery sollte er behalten können. Genauso wie er den Drop hier cleart. Borrower, da kommt jetzt nochmal ein bisschen was nach. Wieder Linge dabei, wieder Roaches dabei. Der Scan tötet die Investoren dann in Kombination mit diesem Bioball, aber Nurture kann sich da erwehren. Ein packendes Match, wie es hier tatsächlich hin und her geht. Aber Nurture im Supply jetzt hinten, der hat außer Dingen nicht mehr viel, denn der Drop hier nochmal gefährlich, der Drop mit dem Auto-Turret. Und das ist wirklich ein offener Schlagabtausch. Aber Taser hat momentan noch leicht die Nase vorn. Oder schon stärker? Schon stärker eigentlich. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ist an der dritten keine Eco für Nurture?
Ah, okay. Das erklärt das so ein bisschen. Es kommt überhaupt kein Geld mehr rein für Nurture. Er kann kaum noch nachbauen. Die Dinge sind jetzt auch nicht besonders effektiv gegen die Turrets. Und ja, die Basen bringen ihn natürlich ohne Worker Drohnen und nicht Drohnen besonders nichts, ja. viel. Jetzt kommt nochmal der Ich Auto-Turret. verstehe nicht, warum er nicht an seiner dritten abbaut. Vielleicht hat er vergessen, dass er da noch eine komplett intakte Eco-Line hat. Ah, jetzt hat er da so ein paar Drohnen hingeschickt. Also er ist eigentlich ganz, ganz wichtig, hier die Basen für Tayshia zu denyen, damit er diesen Vorteil halt auch mal nutzen kann, den er ja eigentlich hat. Jetzt das Income von Nurture auch leicht besser, oder schon gut besser. Investoren kommen mit dazu. Das Spiel hat sich so ein bisschen beruhigt. Und Tayshia aber immer noch mit deutlich mehr Supply wird diese Basis hier kriegen. Und das ist ärgerlich, weil das noch eine komplett intakte Eco-Line. Er wird die Hatchery bekommen. Und das ist hier vielleicht schon jetzt der Vorentscheid in diesem Spiel. Ja, und auch hier nochmal. Also jetzt hat Nurture wirklich nur noch die dritte. Und die gibt bei ihm auch nicht mehr das Mike sehr. Tayshia gleich doppelt expandiert. Starkes Spiel von beiden, würde ich sagen. Vor allem aber von Tayshia natürlich, der das Ding am Ende dann gewinnt. Über Blade. 1-0 für den Kogi. Da war ich kurzzeitig wirklich überzeugt, dass Nurture es gewinnen würde. Ja, zwischenzeitlich dachte ich auch, wo er die Basen hatte, aber dann wundert man sich, Moment, warum ist der Supply immer noch hinten? Warum kommt er denn nichts nach? Er hat doch gerade ein paar wirklich gute Fights gewonnen. Aber dann, wie du schon sagtest, er hat seine Basen da nicht effektiv am Main gehabt. Eine Sache, die Nurture sonst normalerweise einfach super beherrscht. Ja, und tatsächlich hat er sich wirklich dann auch darauf versteift, wirklich alles daran zu setzen, die vierte zu verhindern für Tayshia. Hat keine weiteren Drohnen nachgebaut und hat sich letztlich auch nicht darauf konzentriert, seine Eco-Lines vernünftig auszulasten. Ja. Die dritte war nämlich lange Zeit ziemlich sicher. Ja, das Tayshia hat das ärgerlich. Sehr stark allerdings gemacht mit den Ravens, die Eco-Lines immer ja, wieder zu Harris. Die waren ganz, ganz wichtig. Man sieht, wie man Ravens auch einsetzen kann. Nämlich nicht immer nur mit Seeker-Missiles gegen Broodlords, sondern es ist durchaus eine Harassment-Unit auch. Man stelle sich vor, der Damage würde noch mitskalieren, dann wären die Hatches immer direkt weg. Ja, du spielst ja darauf an, auf das, was QXC gesagt hatte. Was genau, ja, ich habe da viel mit Krass drüber diskutiert. Ja, was hat er dazu gesagt? Also er fände das dann natürlich eine super Idee. kann ich mir vorstellen.